Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mega Man Dr. Finals Revenge für den Game Genau. Boy. Und ich habe jemanden dabei, wie ihr gerade gehört Hi. Habt, den Stevel. Und ja, ich versuche weiter in die Iceman Stage. Okay. Aber ich schätze mal, du hast noch keine geschafft. Naja, müssten die Robotmaster noch nicht verschwinden, wenn ich einen geschafft habe? Ja. Von daher, ja, ich habe noch keinen geschafft. Hast dich aber schon interessant angestellt in der Element Stage, was ich letztes Mal gesehen habe. Vor allem gehst runter, boom, von den Blitzen getötet. Beziehungsweise von Stromschlägen. Okay, bis jetzt bin ich No-Hit. Wo du dann Angst vor diesem Big Eye hattest. Aber deine Angst konnte ich verstehen. Wäre ich nicht gegangen. Und yes, No-Hit, die erste Passage. Was mich an Mega Man 1 für den Game Boy am meisten stört, ist dieser, wie er springt. Und dann halt auch die Schüsse. Ja. Kann ich verstehen. Deswegen, bin ich nicht unbedingt drauf und dran, das zu spielen. Weil ich mich da nicht dran gewöhnen kann. Das stört mich einfach. Ja, ich kann mich halt dran gewöhnen. Ich muss aber sagen, es ist trotzdem ziemlich. Das macht es trotzdem ziemlich herausfordernd, sag ich mal. Vor allem, wenn es dann noch relativ schwierig gehackt ist. Naja, ich sage mal, einen der späteren Teile würde ich vielleicht sogar Let's Play, aber Mega Man 1, nee. Den würde ich dann auslassen. Tut mir leid. Ach. Wenn das jemand halt als schlecht sieht. Und tot, schade. Weil ich habe den normalen für Game Boy schon nicht durchgekriegt. Ich würde es vielleicht irgendwann durchkriegen, wenn ich mal dran sitzen bleiben würde, aber... Nee. Oh, fuck. An dem normalen für Game Boy habe ich ehrlich gesagt nie Probleme gehabt. Ich schon. Ich habe es ja mal probiert. Aber der originale für Game Boy bietet auch nicht so krasse Schwierigkeit. Die späteren Teile habe ich nicht probiert, außer vielleicht mal 5. Und der war eigentlich in Ordnung. Ich mochte den vierten am meisten. Oh, warum springe ich denn bevor er das Auge öffnet? Ernsthaft? Also ich meine, ich habe es bis zu Cutman geschafft, aber ihn nicht besiegt. Okay. Ja, ich glaube im Game Boy war Cutman einfach bloß ein Spam-Angriff, wenn du ihn besiegen wolltest. Aber das Problem ist, hier macht Cutman einfach so viel Schaden, dass ich das nicht mehr machen kann. Und demzufolge habe ich mir nicht ausgesucht, Cutman als erstes zu machen. Okay. Sondern ich dachte mir eher an Iceman, weil Iceman nämlich von der Grundtaktik, also ich weiß nicht, ob die Taktik verändert werden konnte, ich glaube aber nicht. Von der Grundtaktik ist Iceman nun mal... Aber ich denke, das hat Feinde auch so gedacht, Cutman, dass man dann wahrscheinlich eine Waffe vorher haben sollte. Jedenfalls. Aber mies wäre es, wenn dann die Schwächen geändert sind. Ich weiß nicht, ob er das konnte. Das weiß ich auch nicht. Aber es wäre wahrscheinlich, wenn er die den Schaden erhöht hat, zum Beispiel durch Körperberührung, One-Hit durch die Batterien, ne? Wie hießen die? Susi? Ja, hier in diesem Teil heißen sie Susi, in Mega Man 1 heißen sie Octopus-Batterien. Zumindest laut Powered Up. Ja, auch laut Wiki. Okay. So. Und ich springe immer zu früh. Verfickte Scheiße. Jedenfalls ist Iceman ziemlich leicht. Er ist deutlich leichter als auf dem NES-Teil, in dem Gameboy-Teil normalerweise. Weil nämlich er hier nur 2 Schüsse macht. Ah, wunderbar. Mein Upload ist beendet. Wenn er nicht verändert wurde, dann, ja, dann macht er nur 2 Schüsse und den kannst du dementsprechend auch leicht ausweichen. Okay, das klingt logischer. Und deswegen will ich halt Iceman als erstes machen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, wie Fireman war. Aber ich glaube, Fireman war auf dem Game Boy ziemlich ekelhaft. Er war ein Arschloch. Ich dachte mir so, der ist doch schon auf dem NES. So. Vor allem, weil der halt einen kleineren Raum hast, so ein blödes Sprungverhalten. Deswegen habe ich auch nicht als erstes gewählt. Ich schätze mal, Iceman ist gut gegen Fireman,
Aber ja, das heißt, ich müsste als nächstes die Instant Death Stage machen und es ist genauso eine lustige Scheiße. Also ich finde Mega Man extrem besser umgesetzt als das hier. Ja, das sehe ich auch so. Aber ich sag mal so, die Gameboy-Teile finde ich nicht grundsätzlich schlecht. Aber die haben das Rutschen, sag ich mal, auch verändert. Dass du halt dann rutscht wie bei diesem Mega Man hier. Weil sie halt keinen extra Knopf mehr dafür hatten. Ja, toll. Jetzt bin ich abgestürzt, weil das Eis wieder geschmolzen ist. Verfickte Kacke. So. Hep! Oh, zu früh wieder. Wieso darf ich eigentlich niemals mit zwei Leben an dieser Stelle vorbeikommen? Weil du zu schlecht spielst. Ja. Macht mich, als es nicht besser wäre. Oder es wäre so die einzige Begründung, die mir einfällt. Oder war Final ein Sadist ist. Ach komm schon. Das war schon wieder dieses blöde Eis. Das Eis tötet mich mehr als die normalen Gegner oder Springer. Das ist gemein. Hast du gut gemacht, Final, wenn du das bezweckt hast. Wenn du es weg hast. Capcom natürlich auch mit der Physik. Ich glaube sowieso, dass Keiichi Inafune ein Sadist ist. Ach komm, wisst ihr was? Einfach, jetzt, ich töte mich jetzt zweimal und dann mache ich das Ganze nochmal. Das ist so ein scheiß Start gerade gewesen. Ey, ey. So. Okay. Bap, bap, bap. Und natürlich werde ich getroffen. Ich werde immer getroffen. Was denn auch sonst? Ja, vielleicht nicht ohne Worte. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dann nachher noch bei Terranigma weiterkommst im Stream. Oh ja. Ich hoffe, dass ich es so langsam dann durchkriege. Ich will dir, ehrlich gesagt, bin ich froh, wenn ich das Spiel endlich hinter mir habe. Welches Final Fantasy 1 musst du eigentlich spielen für den Game Boy Advance? Würde ich zum Beispiel empfehlen, wenn du das hast. Wenn, also ich meine, die ROM bekommen ist nicht schwer. Ja, Final Fantasy. Das, welches war denn das ursprüngliche? Für welche Konsole? Ich glaube für entweder NES oder Super NES. Da gibt es, glaube ich, auch eine deutsch gepatchte ROM. Bin aber nicht sicher. Ich meine ja. Ich habe auch mal irgendwie gehört, dass sie wohl Bugs haben sollte. Ich weiß nicht, ob sie im Patch gefixt wurden. Ich habe das bisher nur auf den Game Boy Advance gespielt. Ja, wow, dann etwas besser aussieht. Würde ich natürlich die Game Boy Advance Version nehmen, weil da sind auch 1 und 2 zusammen drin. Da ist auch 1 und 2 zusammen drin. Da hast du auch dann noch so eine Art Monster-Enzyklopädie. Okay. Ich werde auf jeden Fall das Final Fantasy 1 für den Game Boy Advance spielen, auf jeden Fall. Ich habe nur öfter das Problem, dass ich nicht wusste, wo es ungefähr lang geht. Ja, das wird wahrscheinlich bei mir so auch so ein bisschen viel zu offen gelassen und dadurch, wenn es halt offen ist, ne, was du machen darfst, dann ist es halt immer schwierig, den Ansatzpunkt zu finden für neue Missionen. Ganz ehrlich, bei Final Fantasy, das spiele ich einfach bloß mal, um es gespielt zu haben und danach drüber haten zu dürfen. Und wenn mir dann keiner mehr dazwischen sagen kann, von wegen, ja, spiel es doch wenigstens mal, bevor du nur Hass drüber auslässt. Weil ganz ehrlich, ich habe bis jetzt nicht so viele Teile von Final Fantasy gespielt. Ich weiß, dass mich jetzt jeder Teil verarscht hat, aber ja. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass die Spiele mich irgendwie überzeugen würden. Wahrscheinlich werde ich sie einfach nur hassen. Oh, ich habe ihn besiegt. Ich habe mal wieder Fortschritt. Ja, ja. Aber vor allem, wenn du mit der Einstellung rangehst. Aber gut, du hast ja auch schon erzählt, dass du das Warten hast. Und das dürfte auch so ein Grund sein. So, mir egal. Hauptsache, ich bin Fortschritt. Ja, ich bin Fortschritt. Ich bin auch gut Deutsch. kommt hier noch mehr? Nee. Okay. Dann. Ja, dann ist das gut, dass ich gewartet habe. Würde ich mal sagen. Ja. So, hier muss ich bestimmt jetzt. Ich gehe mal vorsichtshalber hier runter.
Ja, ich hab's doch geahnt, dass hier welche rumkommen. Ja, die blockieren dir aber den Weg. Das heißt, du musst dich beeilen hier, diesmal. Ich muss erstmal wissen. Hat Feine gut geplant, ne? Ich muss erstmal wissen, ob ich hier hochkomme. Nein, ich heißt, ich muss den ersten schaffen und danach muss ich direkt weiter. So. Okay. Was jetzt? Ach nein, ich hab doch kaum noch HP. Und jetzt hängt sie fest. Mit ne. Okay, er springt zurück. Hätte ich gar nicht gewusst vom NES, dass er zurückspringt. Ah, okay, ich lebe noch. Weg hier, weg. Oh, Scheiße. Ach, du Scheiße. Lebe. Ja. Nicht runterfallen. Willst du nicht Energie farmen? Nein! What? Ach, das. Ah, ja. Das hatte ich bei Wolf gesehen. Du solltest Energie farmen. Ich trau mich nicht, Energie zu fahren. Oh Gott. Sniper Joe, deine besten Freunde. Ja, natürlich. Ich glaube, Feinde kennt euch zu gut. Der weiß, was euch nervt. Das könnte ja seine Rache sein für Overlord bei Hard Mode. Deswegen was? Dr. Finest Revenge. Fuck. Ich werde aber Iceman irgendwann schaffen. Ich werde ihn schaffen. Natürlich wird's das. Und das werde ich ohne Safe Stage schaffen. Sagte er und starb und wird es wahrscheinlich jetzt auch umsetzen. So. Alles von vorne. Ja. Ich sag's mal, bis zum Mittelpunkt ist es inzwischen für mich relativ einfach. Bei so einer Aussage warte ich den baldigen Tod. Nicht, dass ich dir wünsche, ich sag nur, ich warte. Ich finde die Sprünge so kackenknapp. Ja, vor allem wenn man rutscht. Und unter Zeitdruck steht. Ja. Okay, das lieber nicht liegen, das macht Kraft. Andererseits wurde mir gesagt, ich trinke zu wenig. Gar nicht. Toll. Und wer kommt? Die Gegner. Okay. Aber die Schüsse fliegen viel langsamer, oder täuscht mich da? Ja, es ist wirklich so. Das war wieder mal knapp, weil ich einfach nur gierig bin. Da gibt es auch so Sachen, da hast du nur 2 Schüsse rausgekriegt, weil irgendwie, keine Ahnung warum. Ja, weil das Schussverhalten einfach langsamer ist. Oh, diese verfickten Fliegen regen mich auf gerade. Den ersten hast du schon mal gespielt, original sagtest du ja, hast du ja durch. Ja. Weißt ja auch, von wem du was bekommst, ja? Soweit ich weiß, kriege ich von Gorkheim was. Dann kriegst du da in der zwischen Wily Stage Items, oder wo war das? Ich krieg ein Item, wenn ich alle 4 besiegt habe. Ah, okay. Dann kam, glaube ich, welche aus Mega Man 2, oder wie war das? Ja. Ich glaube, in so einer Art, Quaid 8 Stage. Dingens. Okay, mir egal. Aber andererseits, ich hab gesehen, eigentlich sollte es mir nicht egal sein. Stopp doch mal. Fuck. So viel zum Farmen. Okay.
So viel zu diesem Sprung. Okay. Ich glaube, einen Teil kann ich noch machen. Eigentlich vielleicht sogar zwei. Ich sterbe eh so schnell, von daher. Ich habe jetzt irgendwie gedacht, dass das nicht reicht. Ich finde es auch doof, dass die Gegner hier eine Unbesiegbarkeitszeit haben. Deswegen tut nicht jeder Schuss Schaden machen. Aber es wird trotzdem angezeigt, dass es Schaden macht. Das finde ich irgendwie semi-optimal. Dass sie so viel HP haben, das ist doch einfach nur noch Schikane. Pure Schikane. So. Ach. Ja, natürlich. Es ist jedes Mal dieser verfickte Eisblock. Warum muss er genau den Moment schmelzen, wenn ich den A-Knopf drücke? Weil es mega blöd, man ist. Und hier scheint er noch mega blöder zu sein als halt so normalerweise. Ich frage mich ja, wie er sich auf dem Mega Drive spielen lässt. Richtig mega blöd. Und vielleicht auch mega. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass ich Iceman selbst mit ein bisschen Energie schaffe. Okay, einfach weiter, ich habe noch genug Energie. So, hier warte ich. Hier muss ich eh warten. So. Und hier müssen sie jetzt schnell wieder sein. Zum Glück rutschen die Plattformen da unten nicht. So. Gib mir Luck. Nein, kein Luck. War ja klar. So. Hep. Und. Hep. Sehr schön. Oh, jetzt kam Sniper Joe. Okay. Super, den habe ich geschafft. Oh Gott. Stirb, stirb, bevor du irgendwas brütest. Oh Gott. Oh, noch einer. Nein, nein! Nein! Nein, 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 nein! Du Arschloch! Fuck! Mega, ich fall zurück, man. Also an der Stelle habe ich mich jetzt echt mal ein bisschen aufgeregt. Das war ja jetzt echt kacken gemein. Glaube ich nicht. Och ja, klar. Wir drehen einfach mitten in der Luft um. Normalerweise machen wir das zwar nicht, aber heute können wir das mal. Ja, ja, dein bester Freund, merkt man schon. Autsch. Ich muss möglichst wenig HP verlieren, weil es ist ja danach kommt ja noch unser lustiger Big Eye, der einfach nur dafür da ist, dass ich nicht mit voller HP weiterkomme. Hey. Ist der? Geht doch. Warum gerade eben nicht? Ja, am besten wäre es, wenn du mal zwei Leben hinkommst, gerade so zum Gegner kommst und dann einmal stoppst und voll Energie hast.
wenn du an dem Wasser nicht ohne Schaden durchkommst. Nein! Okay. Döp, döp, döp. So. Okay. Okay. Na komm. Aber ist schön, dass wenn sie da halt nicht richtig blind sind und sie triffst, ne, ist ein Schaden angezeigt wird, aber sie keinen Schaden kriegen. Von manchen Gegnern, ne? Es wird Schaden angezeigt, obwohl ich sie treffe und sie kriegen keinen. Das meine ich ja. Es wird angezeigt, aber sie kriegen in Wirklichkeit keinen. Wo du, ich zum Beispiel gesehen habe, durch dieser scheiß geritzten Helikopter hier der Hölle. Oder des Todes, wie auch immer. Ja. Helikopter des Todes, genau. Ja, auch schon mal viermal getroffen hast und dann sind sie erst beim vierten Mal gestorben, ne? Wo sie eigentlich nur drei Treffer brauchen, das meine ich. Ja. Jetzt fand aber echt auf Trab mit diesen Gegnern, ey. So. Au. Was zur Hölle hat der bitte einen Schaden gemacht? Ja. Aber ich meine, mit null Leben kannst du es eigentlich schon vergessen, oder? Nein, nicht zwingend. Außer, dass du auch Leben kriegst von Gegnern? Entweder das, oder Lebensenergie, oder. Ja, der unten ist ein Schnell rüber. Ganz ehrlich, das Einzige, wovor ich ein bisschen Angst habe, ist, dass mich der Big Eye One hittet. Aber solange das nicht tut... Oh, doch, Nick. Da war... Der hat weniger Schaden gemacht als der andere vorhin, ne? Oder täusch mich? Nee, nee. Da war ja, mal sozial. Alles andere macht ja einen enormen Hit, und... Die Susis, die macht nicht auf One-Hit, hab ich jetzt zumindest Eindruck gehabt. Beim Zuschauen. Die machen nicht One-Hit, ja. Oh, das war knapp. Oh, Alter, ich bin so... Ich weich gerade so knapp aus. So, jetzt... Nein! Nein! Verpiss dich! Verpiss dich, ja, du elendiges Drecks... Aber vergiss das Ding rechts nicht. Ich hasse es! Okay. In der nächsten Folge weiter mit Iceman Stage. Hoffentlich damit mehr Fortschritt nochmal... Also wir hatten ja Fortschritte in dieser Folge, aber trotzdem, naja. Aber halt keinen, dem ein Boss gestorben ist. Ja, okay. Also dann, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.